ich hoffe, nachdem ich das Buch jetzt so in Umlauf bringe, vielleicht auch das Bewusstsein dafür wieder zu schaffen, dass natürlich da hinten unsere natürlichen Verbündeten sind. Ganz klar, jeder hat das Recht, mit seinen Nachbarn zusammenzuleben und zusammen Geschäfte zu machen. Und niemand von sonst woher hat das Recht, uns das zu verbieten. Diese ganze Spaltung ist künstlich, zutiefst wieder natürlich. Lieber Hermann, ich denke, wir können direkt in die Diskussion einsteigen. Ja, guten Tag. Erstmal vielen Dank, dass Sie mal eben kurz die Welt erklärt haben. ja. Ich habe eigentlich zwei Detailfragen, einfach so aus einem launigen Interesse heraus. Und zwar, inwiefern begründet sich denn Hitlers Judenhass durch seinen Russenhass? Weil Sie haben ja gesagt, er hat im Prinzip mehr Kinder gespiegelt, so war ja ungefähr. Und also es würde mich einfach mal interessieren, weil es ja im Kommunismus, in der sozialdemokratischen russischen Bewegung ja viele Juden gab, zum Beispiel, also prominentestes Beispiel ist ja Trotzki. Und was mich auch noch anderweitig interessieren würde, wäre, Sie hatten gesagt, Ronald Reagan ist irgendwie so ein Greis gewesen in seinem Kabinett und hatten aber auch gleichzeitig Dick Pohlmanns Film Die Täuschung, die Methode Reagan erwähnt, glaube ich. Aha, da und, kommt er zum anderen Schluss, das stimmt. Da kommt er zu einem etwas anderen Schluss und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil er sagte ja eigentlich in dem Film, dass, sag ich mal, Ronald Reagan ja immer so ein bisschen das Image des Deppen anhaftet, aber er eigentlich, sag ich mal, diesen Depp immer nur so ein bisschen gespielt hat. Jo. Da würde ich auch gerne mal einfach nur mal Ihre Einschätzung zu hören, weil das war mir dann ein bisschen dünn. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das wäre ganz cool. Ja. Mit den Juden, das ist seltsam, ja. War ja aber Mainstream. Also ich sag mal, in Deutschland, das werde ich auch noch durch, ich mache noch eine Aufsatzsammlung hinterher, wo ich so Einzelthemen noch mal ein bisschen wissenschaftlicher untermauere. Und eines der Ergebnisse ist natürlich, wo ich auch mit der Mehrheit der Wissenschaft, glaube ich, konform gehe, dass der Antisemitismus in Deutschland so gering war wie nirgendwo anders. Richard Evans, ein Historiker aus England, der die Nazi-Bewegung beschrieben hat, in einem Dreibänder, hat geschrieben, wenn man 1910 gefragt hätte, wo denn ein Holocaust hätte stattfinden können, dann wären wir vielleicht auf Russland gekommen oder auf Frankreich, aber niemals auf Deutschland. Also es gab immer mal so antisemitische Stimmung, aber die Anti-Antisemiten unter der Leitung von Theodor Mommsen, dem Historiker, der sich da sehr engagiert hat, war wesentlich stärker. Und Juden gab es ja auch kaum noch sichtbar, weil sie waren assimiliert, sie hatten deutsche Namen, sie waren längst verschwunden in der Masse der Leute und man musste dann mit Hilfe von IBM, Holleritkarten, Lochkarten, war es dann möglich, eine Volkszählung zu machen, 1933 in Preußen und 1934 im gesamten Deutschen Reich, um überhaupt zu ermitteln, wer denn diese Juden sind. Welches ist denn jetzt die Gruppe, die man hier verfolgen will? Ein zutiefst künstlicher Prozess wieder mal. Das kann man nachlesen bei Edwin Black, selber Sohn polnischer Holocaust-Überlebender, IBM und der Holocaust. Und also diese Technik und dieser Antisemitismus, der kam auch aus den USA. Also es ist bekannt, oder es gibt ja auch die These, da habe ich mich jetzt nicht so reingearbeitet, aber dass Hitler bis 1920 kein einziges antisemitisches Wort vom Stapel gelassen hat und dann aber loshämmert. Und das war genau der Augenblick, wo er von Henry Ford finanziert wurde. Und Henry Ford
hatte einen pathologischen Hass gegen Juden und hat dann viel Geld ausgegeben. Er war ja der reichste Mann der Welt damals. Viel Geld ausgegeben, um die Judenhetze zu systematisieren. Hat sich den russischen Ochrana, also Geheimdienst, zaristischen Geheimdienstmann Boris Brasul geholt, der ihm dann die entsprechenden Theorien gewerkelt hat. Dieser Antisemitismus ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, also weil er ja eigentlich in der deutschen Bevölkerung gar nicht existent war, nicht in nennenswerter Weise. Und erst mit Hitler dann sozusagen zu einer gefährlichen Größe wurde. Und das letztendlich zu erklären, da bin ich natürlich auch überfragt. Das müsste mal irgendwie in Schwarmintelligenz aufgeklärt werden, wie es zu diesem Schwenk gekommen ist. Frage 2, Ronald Reagan, das weiß ich, da ist mein Freund Dirk Pohlmann ganz anderer Meinung. Er hält Reagan für jemanden, der gerade ja, besonders erfolgreich ist, dadurch, dass er so doof wirkt und deswegen Leute überrumpeln kann, die ihn eben unterschätzen. Das ist eine beliebte Methode. Nur ich habe viele, viele Belege, viele Beschreibungen, wie oft dieser Ronald Reagan im Kabinett eingeschlafen ist und dass die Geheimdienstleute völlig frustriert waren, weil sie wollten ihm dann irgendwelche Dossiers auf den Tisch legen und er wollte es gar nicht lesen, hat sich gar nicht interessiert und letztendlich, wie gesagt, es gab zwei Machtkerne im Weißen Haus. Das eine war der Kreis um Ronald Reagan und Casey und das, was mein Freund Dirk meint, ist vielleicht gerade die Intelligenz von Casey, der sozusagen die Marionette Reagan führt. Und ja, auf der anderen Seite eben die große Intelligenz und Schlauheit und Versiertheit von George Herbert Walker Bush. Und also das können wahrscheinlich weder Dirk noch ich letzter Hand richtig sicher entscheiden, aber ich habe viele Belege dafür, oder viele Hinweise, sagen wir mal, dafür, und habe mich dann dafür entschieden, ihn so einzuschätzen. Es ist ja immer, muss man ganz klar sagen, niemand besitzt die ganze Wahrheit. Man macht immer Hypothesen, man nähert sich immer an die Wahrheit an, versucht so weit wie möglich ranzukommen. Insofern ist natürlich auch nicht alles hier Gottes Wort, was irgendjemand in einem Buch schreibt, muss immer hinterfragt werden, ist immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Und insofern, ja, also meine Annäherung ist, dass Ronald Reagan eben tatsächlich auch schon zu alt war. Als Gouverneur von Kalifornien hat er selbst das Heft noch in der Hand gehabt und er hat 1964 beim Wahlkampf von Barry Goldwater den auch mit intellektueller Brillanz völlig überschattet oder überstrahlt. Ne? Ist das soweit erstmal zureichend als Antwort? Top. Danke. Vielen Dank, hier ist der Reinhard Kallenbach. Ich habe nur noch eine kleine Ergänzung. Sie hatten ja eben den Beginn der deutsch-französischen Aussöhnung skizziert. Ja. Und ich wollte auf einen lokalen Bezug hinweisen. Ja. Es begann nämlich alles sehr viel früher, und zwar mit dem Geheimtreffen von Schumann und Adenauer in Bassenheim. Hier direkt, da gibt es auch ein Denkmal heute. Ich wollte nur darauf hinweisen, das Ganze, was Sie eben geschildert hatte, beginnt eigentlich schon im Jahr 1948. Und der Theobald Groß, der kürzlich verstorben ist, das war ein Heimatforscher, vor allen Dingen war er der ehemalige Ortsbürgermeister, hat immer darauf hingewiesen. Und es ist komischerweise von der überregionalen Forschung nie oder nur am Rande aufgegriffen worden. Da wollte ich nur das ergänzt haben. Ja, da muss ich jetzt bisschen widersprechen, weil es gab sozusagen zwei Konzepte. Hinter Schumann stand Jean Monnet. Jean Monnet war ein Geschäftsmann. Es ist eigentlich erstaunlich, dass der nicht der Liebling von irgendwelchen Verschwörungsbüchern geworden ist. Da hätte man genug Ansätze bei dem Mann. Der war eng verbandelt mit der angloamerikanischen Bankenwelt und hatte
quasi schon lange vorher ein konzernfreundliches Europa konstruiert, was dann ja mit der Montanunion, also dieser supranationalen Instanz, dann ja auch Wirklichkeit wurde, der Nukleus der EU. Und Schumann ist lediglich sozusagen seine Puppe, derjenige, der da vorgeschoben wurde. Und Adenauer war in jenen Jahren ein ganz strammer Transatlantiker. Er war nämlich verschwägert mit John McCloy, dem langjährigen Chef, der war hier oberster Statthalter der Besatzungsmacht und war schon 1946 in den USA und wurde da schon sozusagen gescoutet für seine zukünftige Aufgabe, weil er war unbelastet, hatte aber andererseits enge Beziehungen zu Pferdmenges und Abs und anderen Nazi-Bankiers, die dann natürlich sofort von den Amerikanern wieder recycelt wurden. Insofern sehe ich da einen qualitativen Unterschied zwischen der Beziehung zwischen Adenauer und Schumann und im Hintergrund Jean Monnet und der dann von de Gaulle als Europa der Vaterländer entwickelten Konstruktion, dass man den Nationalstaat am Leben erhält und halt nicht sozusagen den Nationalstaat immer mehr abbaut und unkontrolliert die Konzerne regieren lässt. Ich wollte es ja nur ergänzen, weil ja, ja. Ich sehe da nicht den harten Bruch, den Sie da sehen. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Es gibt ja immer unterschiedliche Strömungen und ich sag mal, durch diese Geschichte hat sich auch das Zusammenleben mit den Franzosen hier in der Region schon ganz früh verbessert. Ja, das ist sicher richtig. Ich wollte ja nicht auf die große Geopolitik abzielen jetzt. Ich wollte es jetzt halt nur ergänzen, weil ich immer einen Spaß habe, die Sache auch mal auf die lokale Ebene runterzubringen. Ja, ja, das ist sicher. Um mehr ging es mir jetzt gar nicht. Ja, ja, gut. Koblenz hatte mal einen besonderen Status nach dem Ersten Weltkrieg. Das war eine amerikanische Enklave, sozusagen, um von Koblenz exterritorial aus die Entwicklung zu beobachten. Damals waren die USA aber noch nicht so stark, dass sie die ganze Region kontrollieren konnten. Sie hatten auch nicht das Interesse. Sie wollten nur ein bisschen gucken, was machen die Franzosen und die Engländer. Und dort residierte ein General. Und von dem gibt es ein Tagebuch, was ich nur per Zufall durch die Erbschaft von meinem Großvater bekommen habe. Die Aufzeichnung, mein Rheinland-Tagebuch heißt das. Darf ich den Namen sagen? Ja, das gerne. Ist Henry Thurman Allen. Genau. Und der hat unter anderem auch verhindert, dass die Festung Ehrenbreitstein hier geschliffen wurde. Jo. Ja. Also und ja, ja. Koblenz und Koblenz war kein schlechter Kerl. Koblenz war Sitz der interalliierten Rheinland-Kommission. Ja, ja. Der war kein schlechter Kerl. Hast du dieses Tagebuch schon gelesen? Den mal angeschaut? Das ist im Stadtarchiv. Ist im Stadtarchiv. Ist dir da was Besonderes aufgefallen? Ich hab jetzt ganz anders geguckt. Also ich hab mehr topografisch geguckt. Also ja. Also ich mache ja mehr Topografie und Stadtentwicklung. Also insofern habe ich jetzt nicht politisch geguckt. Ja. Es also war es halt nur so, dass die Amerikaner hier wirklich von Dezember 1918 bis 1923 waren. Die haben sich am Anfang sehr cowboymäßig aufgeführt, aber zum Schluss war das ein sehr gutes Verhältnis und dann wurde vereinbarungsgemäß an die Franzosen übergeben. Ne? Also ja, wobei sich seine Haltung dann auch, er war am Anfang sehr auf der Linie der Franzosen und hat sich dann immer mehr davon distanziert, weil er gesagt hat, also das ist ein rachsüchtiger Haufen, das ist keine tragfähige Nachkriegspolitik, das ist einfach nur Rache für 1871. Nee, weshalb wir drauf kommen, ich habe da eben eine spannende Stelle gefunden. Also jetzt interessiert mich der General nicht so, aber der Kapp-Putsch. Es gab ja 1920 diesen Putsch, wo Ludendorff unter dem Cover von Kapp, das war ein Regierungspräsident von Ostpreußen, versucht hat, hier eine Militärdiktatur einzurichten. Das wird immer als innerdeutsches Thema behandelt. Nun bin ich an mehreren Stellen, also bei einer Dokumentensammlung von Könnemann, das ist ein DDR-Historiker, die wurde wieder herausgebracht, schon aufmerksam darauf, dass möglicherweise dass ein Regime-Change der Engländer war. Und jetzt fand ich bei Henry T. Allen
eben den Tagebucheintrag für den Tag des Kapp-Putsches. Zwei Assistenten von meiner Sondergruppe 2 sagen, hinter diesem Kapp-Putsch stehen die Engländer. Das glaube ich aber nicht, denn was sollen sich die Engländer mit diesem abgetakelten Deutschland rumärgern? Zwei Tage später schreibt er, ich bin überzeugt, dass der englische Geheimdienst dahinter steckt, weil in allen wichtigen Städten sind englische Geheimdienstleute anwesend und bestimmen. Und sie haben ein Ohr bei den örtlichen Putschisten und es sieht nach einem abgekarteten Spiel aus. Das war das Einzige, weshalb wir jetzt darauf kamen. Das habe ich halt dann auch so in meinem Buch aufgenommen. Das ist einer von vielen Versuchen, so wie man heute versucht, Syrien oder wie man Jugoslawien versucht hat zu zerlegen, so hat man damals versucht. Also Deutschland war gar kein homogenes Gebilde nach dem Krieg, sondern lauter Warlords haben irgendwo regiert. Auch hier gab es irrsinnige Warlords oder Warlord-Systeme mit Freikorps. Und da ist das eben ein Aspekt, der besonders auffällig für mich war, dass so eine Art Syrisierung Deutschlands, die dann 23 ein Ende fand mit den Verhandlungen mit amerikanischen Banken, woraus dann 24 der Dawes-Plan entstanden ist. Da endlich waren die Deutschen bereit, zum Beispiel das Schienennetz der Reichsbahn zu verpfänden an JP Morgan für Kredite. Und die Kommunen haben sich verschuldet bei amerikanischen Banken. Und das war natürlich das Modell, was wir immer kennen. Wir geben euch Kredite und dann macht ihr irgendwann, ne, wie der Heroin-Dealer, irgendwann bist du abhängig und dann sagen sie, so, jetzt diktieren wir mal die Bedingungen. Möchte jemand eine Frage? Was mir bei den ganzen Ausarbeitungen oder Aufführungen aufgefallen ist, ich habe kein einziges Mal vernommen, dass in irgendeinem Staat oder in irgendeiner Gesellschaft ein Ziel oder eine Inspiration vom Volk ausging. Das waren jetzt alles solche Geschichten, die ich jetzt gehört habe. Es ging immer nur um Macht von dem einen, dann der andere, dann hat wieder hier bei mir so ein Denker irgendwas oder so eine. Habe ich nur den Eindruck oder ist das wirklich so, dass wir hier nur alle zugucken dürfen? Weil es ist kein durch die ganze Geschichte hier durch. Es ist kein einziges Mal irgendwie so ein Punkt, wo du sagst, wo es heißt, hier, da hat das Volk entschieden und da ging es dann halt in diese Richtung und gibt es das überhaupt noch? Es hat es ja zum Beispiel gegeben, unmittelbar in der Rätebewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Man weiß ja, dass das sehr schnell und grauenhaft ausgerechnet von einem Sozialdemokraten blutigst niedergeschlagen wurde. Und es ist immer wieder so, wenn die Bevölkerung irgendwo kommt, also entweder das Problem ist, die reichen Leute, die Mächtigen, die können sich alle möglichen klugen Schachspieler leisten, Strategen, die dann natürlich auch, wie es Mausfeld beschrieben hat, dann die Bevölkerung immer in die Irre leiten, ne? Und desorientieren. Und da haben wir natürlich heutzutage jede Menge von diesen Sachen. Und was auch leider, ich predige das, seitdem ich das Buch Die Mache in den Kulissen rausgebracht habe, in dem Buch ja auch, wir müssen irgendwo eine Schwarmintelligenz bilden. Wir müssen uns zusammentun. Seit 2014 predige ich das unablässig, dass die Leute sich zusammentun sollen und habe auch verschiedene Möglichkeiten immer wieder angeboten. Und es ist immer, ja, schön und gut. Und es passiert aber fast nichts. Also letztes Beispiel, Aufstehen, ne, war eine solche schreckliche Luftnummer. Da haben wir in Marburg, meine Frau und ich, versucht dann sowas aufzuziehen. Beim ersten Mal kamen 30 Leute. Es war eine unglaubliche Begeisterung. Und dann kamen nur noch 6 Leute bei der zweiten Sitzung, bei der dritten auch nur 6 und jede Mal andere, sodass man überhaupt keine Kontinuität entwickeln konnte. Und die anderen Leute hatten es einfach nicht nötig, irgendwie zu sagen, tut mir leid, ich kann heute nicht kommen oder sonst was. Das ist einfach wie Fernsehen, man macht, man lässt sich unterhalten, berieseln, macht man es wieder aus, skippt irgendwo anders hin. Das ist eine furchtbare Mentalität und
Wie man das aufbrechen kann, weiß ich nicht. Es wird dann oftmals gesagt, ja, den Leuten geht's noch nicht schlecht genug. Na, das sage ich immer, Hurricane Katrina. Den Amerikanern geht's so sauschlecht, dass sie überhaupt zur Solidarität nicht mehr fähig sind. Wir sind noch dazu fähig. Und solange wir dazu fähig sind, sollten wir es auch machen. Und von daher, das andere Problem ist natürlich auch das Durchschnittsalter bei den Veranstaltungen. Ich bin 68er, zu meiner Zeit hieß es Trauerkeim über 30. Jetzt heißt es irgendwie Trauerkeim unter 50. Und wie können wir denn da aus dieser Generationenisolierung rauskommen? Ne? Wie können wir denn die jungen Leute erreichen? Es gibt viele, die Erstaunliches machen, aber was fehlt, ist der große Rahmen. So wie wir 68er haben damals den ganz großen Rahmen gehabt und uns überhaupt nicht für Details interessiert. Heute ist genau umgekehrt. Also wie kriegen wir das vernünftig ausgewogen hin? Ich habe eine Frage zu dem Gold, dass diese hunderte Millionen Goldmark, die Lenin in seinem Zug hatte auf dem Weg nach Russland. Ich habe so den Eindruck, dass das vom Deutschen Reich spendiert wurde, damit ihr halt eine Revolution dort macht, um den Krieg dort zu beenden, um die Truppen halt in den Westen dann transportieren zu können. Wie weit ist das sicher, dass das vom Deutschen Reich ist, das Gold? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Machtelite Interesse hätte, Lenin oder irgendeine andere Person dahin zu transportieren und dort auch den Krieg zu beenden, um diesen ganzen Krieg noch weiter in die Länge zu ziehen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da fehlt mir vielleicht... Das Gold. Mir geht es einfach nur darum. Man weiß ja, dass da Gold im Zug war oder dass Lenin Gold hatte. Ja, nicht im Zug, aber es wurde ihm dann hinterher ausgehändigt. Immer, ja. In dem Chaos von Petrograd. Ja. Die Quelle des Goldes. Wo kommt das Gold her? Ach so. Erwähnt, aber es kam wahrscheinlich noch nicht so rüber. Ja. Es werden sehr viele Kapitel natürlich da ausführlichst beschrieben von dir in diesem dicken Buch. Und ich empfehle jedem, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ein paar Kapitel. Und also man muss wirklich mal pausieren, weil es wirklich ein Fund an Informationen und an Quellen geliefert werden. Ne? Aber also ich muss Ihnen offen gestehen, dass ich das jetzt nicht weiter verfolgt habe, sondern dass ich mich damit einfach zufrieden gegeben habe, dass Lenin auf die Weise halt zu einer Bedeutung gelangte. Besonders nach seinen April-Thesen, die er vorher nicht besessen hat innerhalb der Bewegung in der Sowjetunion oder Russland. Ja. Und wo es jetzt her hat, das weiß ich auch nicht. Man weiß zum Beispiel, dass natürlich auch jüdische Bankiers in New York die Kommunisten unterstützt haben, aber Sozialdemokraten schlechthin. Und das hatte einen sehr ehrenwerten und triftigen Grund. Weil diese furchtbaren Pogrome in Russland, allein in Odessa, glaube ich, 5000 auf einen Schlag umgebracht. Und sie waren ja im Gegensatz zu Deutschland erkennbar. Sie hatten ja Kaftan an und langen Bart. Hier waren sie vielleicht blond, blauäugig und hießen vielleicht Hansen, Petersen oder Müller. Also war überhaupt gar nicht möglich, ohne IBM die überhaupt zu finden. Konnte man da die Leute ausfindig machen. Und da haben eben Leute wie Schiff, Jakob Schiff oder auch andere, dann die Bewegung dort finanziert aus ehrenwerten Motiven, weil sie gesagt haben, das muss irgendwie ein Ende haben, jetzt egal wie, aber so geht es nicht weiter. Ich hatte eine Frage, und zwar der Tenor, der aus ihrem Vortrag vortritt, aus meiner Sicht ist, Sie sind ein Befürworter Russlands, Putins, quasi eine Annäherung von uns nach Russland. Etwas eingeschränkt. Also ich bin jetzt kein Parteigänger von Putin. Nein, das war, will ich Ihnen ja auch gar nicht unterstellen. Aber der Einfall in Syrien von Putin, die Machenschaften in Russland selber von Putin, die Opposition klein zu halten, sowas, die kann ich nicht befürworten. Klar ist Russland mit Putin nicht gleichzusetzen und umgekehrt. Ja?
dass man eine Annäherung sucht. Ne? Aber so kritiklos das System Putin darzustellen, das finde ich auch nicht so in Ordnung. Also nee, das habe ich auch nicht. Schon Kritik zu. Habe ich auch nicht gemacht, habe ich im Buch auch. Also zum Beispiel Tschetschenienkrieg, ne? Ja. Hunderttausende von Toten. Das Blut klebt an seinen Händen, ja. Also man hat es, Entschuldigung, nur mit Despoten zu tun, hat man das Gefühl. In China, das ist ja auch keine Demokratie im reinsten Sinne. Jetzt haben wir einen Erdogan ja. auf der Pelle hängen, der vielleicht ein osmanisches Reich haben will, Medien kolportiert. Dann haben wir Syrien vor der Haustür, dann haben wir Russland. Also, was läuft hier? Ja. Und dann also, darf ich das vielleicht gerade noch ergänzen, was mir sehr wichtig ist. Da sitzt ein Norbert Röttgen im TV. Das ist, ja, der ist ja der Transatlantiker schlechthin. Und dann haben wir ja noch einen Finanzminister, der zu der gleichen Klientel gehört. Mhm. Und der schlägt den Trump in Bausch und Bogen nieder, was er normalerweise ja als Transatlantiker befürwortet. Das ist, was Amerika im Moment macht mit dem Ausziehen aus Syrien. Das ist quasi ein Genozid von den Türken an den Syrern oder an den Kurden. Hier ist irgendwas in Bewegung, medial, was irgendwie auf Krieg hindeutet. So habe ich das Gefühl. Also wir haben eine Kriegsrhetorik im Moment. Naja, unvermeidlich, das ist überall. Aber... die Fronten nicht so klar sind, das muss ich wahrscheinlich auch sagen. Die Fronten sind wahrscheinlich nicht klar und genau das wahrscheinlich identifiziert er wie viele andere auch. Ja. Das Problem ist, wir können uns die Welt nicht aussuchen. Wir müssen die Welt so nehmen, wie sie ist, leider Gottes. Da haben wir mehr aufgeklärte oder unaufgeklärte Despoten. Und auch hier ist ja nichts anderes als eine verkappte Despotie, weil was hat der Wähler denn in den letzten 70 Jahren hier bestimmen können? Da wählt man dann Schröder und Fischer für eine Friedens- und Sozialpolitik. Nein, es wird das gemacht, was eine Minderheit macht, die im Geheimen wirkt, bis auf ein paar Jahre, wo ich mal wegen mal die Atlantikbrücke an die Öffentlichkeit gezerrt habe und was bis dahin als Schweinkram galt, als Verschwörungstheorie, ist jetzt allgemein anerkannt, auch in der Wissenschaft. Und es tut mir selber weh, deswegen habe ich ja auch diesen Appell zum Schluss gebracht, die Menschlichkeit, wir, die wir noch so erzogen sind und die das noch im Hinterkopf haben, Aufklärung, Demokratie, Freiheit, Brüderlichkeit, Solidarität oder dass jemand nur dann wirklich berechtigt ist, treuhänderisch die Macht in der Hand zu halten, wenn er dafür die Fähigkeiten charakterlich und intellektuell hat. Das ist das, was wir einbringen müssen. Das ist unsere Pflicht sozusagen, was wir in dieses Weltkonzert einbringen müssen. Es ist völlig unter die Räder gekommen. Es hat sich aber auch, also ich würde sagen, USA habe ich ja dargestellt, ist ja auch nur Despotie. Und noch mal kurz zu Trump, ist auch klar, der gehört ausnahmsweise nicht zu diesem Netzwerk. Ne? Deswegen hauen die Deutschen ja auch, deutschen Transatlantiker auf den ein. Was nicht heißt, dass er ein guter Mensch ist. Es ist ein Milliardär, der sich einfach das Amt gekauft hat, hat seinen Kindertraum, so wie andere ältere, reich gewordene Herren sich ein Motorrad kaufen oder sich die Präsidentschaft gekauft. Naja, das agiert seitdem irgendwie so, wie er es kennt aus seiner Geschäftswelt, macht einen Deal, geht da hin, sagt, hier Junge, kannst du ja auswählen, entweder eins von uns auf die Fresse oder wir machen jetzt hier Geschäfte. Ist auch keine sehr demokratische Art. Wir haben es leider weltweit nicht mit Demokraten zu tun, auch nicht mit Menschenfreunden. Wir sind tatsächlich auf Realpolitik angewiesen, um der Menschlichkeit einen Platz wieder zu schaffen. Wie sagte meine Mutter, man muss mit dem Teufel tanzen können. So sieht es aus. Xi Jinping halte ich für einen Mann, der kein Demokrat ist, aber der irgendwie überhaupt noch eine langfristige Strategie hat, wenn die Amerikaner einfach nur noch ein Chaos
der Selbstaufverzehrung sind, also ein untergehendes Reich, das Römische Reich oder viele andere. Und ich meine, dass eben, ja, diese sind gute Entwicklungen in China. Man hat sich gerade auf dem 11. Parteitag dazu durchgerungen, mehr Transparenz, mehr regionale Mitbestimmung der Kommunen durchzusetzen, die Löhne anzuheben, weil man will nicht mehr auf den Export und damit auch auf die Launen anderer Länder angewiesen sein. Deswegen werden die Renten und die Löhne spürbar angehoben. Also quasi das Wirtschaftswunder, was wir so in den 60er Jahren hatten. Nachdem quasi jetzt genug in der Tasche ist, kann man auch mal was verteilen an die unteren Schichten. Und insgesamt ist auch, glaube ich mal, die konfuzianische Ethik nicht zu verachten. Die spielt in all diesen Ländern eine große Rolle. Die Verantwortung der Generationen zueinander, also Respekt gegenüber den Vorfahren und Respekt gegenüber den Nachfahren und so zu haushalten, dass die auch noch leben können. Das ist ein sehr starkes Motiv, was meine Frau und ich natürlich auch bei Reisen erleben, wenn wir da sind in Südostasien und Chinesen begegnen. Viele sind schon reichlich dekadent und da kann man schon fast nicht mehr dran glauben, dass die von dieser Tradition noch viel haben. Das heißt, es kann sein, dass sie wie die Japaner auch vom Konsumismus völlig zerfressen werden innerlich. Ne? Das ist womöglich schon im vollen Gange. Aber wie gesagt, wir sind dazu verdammt, solange wir atmen, müssen wir hoffen und müssen sehen, dass wir eine positive Perspektive machen. Vielen Dank, Hermann. Ich möchte noch hinzufügen, es gibt in Berlin einen, oder ist es jetzt Berlin oder Gersfeld, der Sitz des Vereines. In Gersfeld sitzt jetzt der Verein Druzhba. Wer also Russland besuchen möchte, der sollte das unbedingt tun. All jene, ich glaube du auch, die in so einem sozialistischen Land aufgewachsen sind, die kennen natürlich sehr, sehr gut, wie das Gesellschaftssystem mal jetzt außerhalb dieser bösen Sache mit dem Abhören. Das macht jetzt mittlerweile die ganze Welt und die Amerikaner sind ja da wirklich keine Weisheitsknaben. Aber wir hatten ein ganz anderes soziales System und der Zusammenhalt der Menschen, der funktionierte auf eine ganz besondere Art. Wer sich das in Russland noch anschauen möchte, der sollte unbedingt dahin fahren, weil die Leute, die reden miteinander, die wissen besser Bescheid hier als die Deutschen, die hier irgendwie das aus der Zeitung versuchen zu erfahren und dann natürlich diese Veranstaltung besuchen müssen oder andere Medienorgane nutzen, Alternative nutzen müssen, damit sie überhaupt erfahren, was hier abgeht. Und da ist vieles immer noch an der Oberfläche, denn es gibt, und der Dirk Pohlmann hat ja darüber auch gesprochen, Teilbereiche kennst du auch, funktioniert der tiefe Staat? Das ist ja genau so ein Riesenfragezeichen. Andere verdrehen dann die Augen oder hören auf zu denken, weil das ist ihnen dann wirklich zu verworren und zu mysteriös. Aber der funktioniert ja auch weltweit, den hattest du ja schon mal angesprochen. Aber da will ich jetzt gar nicht hinaus. Und in China ist es gelungen, in den letzten Jahren Millionen von Menschen überhaupt die aus der Hungersnot heraus zu holen. Das muss, also wir haben ja 80 Millionen. Wie viele Millionen? Ich hab die Zahl nicht mehr, aber... Extrem viel auf jeden Fall. Das sind extrem viele. Ich meine, das muss ein Land auch erstmal schaffen, diese Menschen aus der Hungersnot raus. Wir sind eines der reichsten Länder Europas und wir haben Kinderarmut hier oder die Rentner, die wissen überhaupt nicht, wie sie über die Runden kommen. Sammeln in den Mülltonnen herum nach Leergut. Das ist zum Kotzen, wenn ich das mir angucke. Eine Schande. Ja, und insofern, man muss auch vielleicht die weichen Faktoren mal sehen, wie der Zusammenhalt der Bevölkerung ist. Wenn man nach Russland fährt, die sind sich in einer großen Sache einig. A, lieben sie die Deutschen sehr und B, lassen sie sich nicht so gerne in X von U machen. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal beitragen. Möchtest du vielleicht noch was sagen? Da hinten Leo ist noch. Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, aber beziehungsweise eine Sache kann ich noch direkt dem Rolf beantworten, weil der eben ja so eine Frage hatte von wegen, wann ist denn mal das Volk irgendwie da sozusagen der Initiativgeber in der Geschichte, und ich würde einfach mal so ein paar Sachen runterzählen, so anarchistische Bewegung in Katalonien in den 30er Jahren ist zum Beispiel ganz interessant. Wurde ja auch niederkartätscht, unter anderem mit Hitlers Hilfe. Und Stalins Hilfe.
Und ja, oder ich weiß jetzt nicht, inwiefern, also Nestor Makhno, da bin ich ja nicht so richtig drin. Makhno-Bewegung Ukraine ist auch ein bisschen räuberbandenmäßig unterwegs, aber auch anarchistisch und sozialistisch. Es gibt also schon noch so ein paar Beispiele in der Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Separatistas ist, aber das ist, also es, wenn man sucht, wird man auch was finden. Das will ich eigentlich damit sagen. Mhm. Aber egal, ich habe eine andere Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt so im Internet so ein bisschen umschaut, also ich bin da ein bisschen verwirrt, verunsichert. Ja, verunsichert nicht wirklich, aber ich habe einfach mal eine Frage zu der, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rainer Rupp-Artikel lese über den... über die Person Trump und dass Trump sozusagen sich eigentlich in speziellen Fragen immer dezidiert gegen den amerikanischen wie nennt man das auf Deutsch? Expansionalismus? Exceptionalismus. Genau. So, Entschuldigung, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also die einzigartige Einzigartigkeit sozusagen. Ja, sie stehen über den Gesetzen. Richtig. Ausnahme. Ja, richtig. Exception, die Ausnahme. Dass sozusagen Trump bewusst als angeblich erster Präsident dem abschwört. Inwiefern habe ich das Ihrer Meinung nach zu glauben? Wie würden Sie das sozusagen einordnen? Weil ich bin da, wenn ich jetzt sowas höre von wegen nächstes Jahr sind 750 Milliarden. Dollar, dann läuft das für meine Begriffe dagegen. Also das ist dann ein Widerspruch, der sich da aufmacht für meine. Ja, es gibt da so ein Lager in Deutschland, was behauptet, der Trump wäre irgendwie so ein Friedensengel und ja, er würde auch eines Tages mal dann aufräumen mit dem militärindustriellen Komplex und würde die alle ins Gefängnis bringen und Tribunale errichten. Ich glaube es nicht. Ich meine, er hat ja auch gar keine Hausmacht. Was will er denn? Er hat sich dieses Präsidentenamt gekauft, wenn er irgendwas ernstlich machen würde. Man sieht doch, man holt da sogar diesen Kotzbrocken Bolton da rein, der nun wirklich für die knallharte exzeptionalistische Linie steht, zerstreitet sich mit ihm und so weiter. Es ist so ein gewisses Herumstochern von Trump, ne? Irgendwie eine Linie zu finden. Aber er ist kein zweiter Roosevelt, der sich wirklich mit dem Establishment anlegt und mit unglaublicher Intelligenz und auch mit der Hilfe von hochintelligenten Mitstreitern da durchsetzen konnte, sondern also er ist einfach ein reicher Mann, der einfach mal Präsident werden wollte. Ich sehe überhaupt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass er irgendeine Linie verfolgt. Es ist konfus, es ist mal so und mal so. Dann stolpert er von einer Niederlage zur nächsten und dann, na, das ergibt für mich kein Bild. Ich bin jetzt ja auch beileibe kein Trump-Fan, aber ich bewerte ihn jetzt nicht an seiner Strategie oder dem, was er vielleicht als Plan hat, sondern dem, was im Rückblick passiert ist oder nicht passiert ist. Und er hat den Bolton sich geholt. Und da gibt es auch eine Anekdote übrigens zu dem, was du passend gesagt hast. Die berühmte Konferenz von Sarajevo 2000, an dem Willy Wimmer tatsächlich physisch dabei war. Und deren Ergebnisse Willy Wimmer dazu gebracht haben, dass er einen Brief an den damaligen Bundeskanzler Schröder... Bratislava. Geht noch. Bratislava, den Brief dann an den Bundeskanzler und diverse andere führende Politiker geschrieben hat, über die Ergebnisse zu informieren von dieser Konferenz. Und die vielleicht wahrscheinlich kennen die meisten hier auch die Ergebnisse. Das war die Zeit, als die Amerikaner verkündet haben, dass für sie fortan das Völkerrecht nicht mehr Gültigkeit hat, sondern das Faustrecht wieder gilt. Übrigens war der das verkündet hat, war der besagte Mr. Bolton, der damals schon im Amt war und den Trump sich dann geholt hat. Aus meiner Sicht weiß er genau, dass er auch ein Stück weit noch eine Weile leben will. Das ist ein Faktor. Und da hat er neulich ein Interview gegeben im amerikanischen Fernsehen, das doch zum Nachdenken anregt. Und zwar wurde er genau auf diesen Bolton angesprochen, warum er denn so einen Kriegstreiber überhaupt in seinen Beraterstab aufnimmt. Und da war seine Antwort, ich habe Falken und ich habe Tauben. Mr. Bolton ist ein Falke. Er würde am liebsten die ganze Welt überfallen und das sofort.
dann wurde er gefragt, ja, warum haben Sie ihn dann? Ich möchte gerne das gesamte Spektrum sehen an Möglichkeiten, um dann entscheiden zu können. Das hat er so gesagt, ja. Und das gibt zumindest ein Stück den Anschein, dass er doch bewusster ist über die Sache, die er macht, als man gemeinhin den Anschein hat, zumal wir, und das noch letzten Punkt, hier in Deutschland, da gab es mal eine Studie, am allerschlechtesten über Trump berichten, zumindest in den Mainstream-Medien, nämlich nur 95% negative Nachrichten. Das gibt es in gar keinem anderen Land. Und deswegen kann sich hier auch gar keiner vorstellen, dass der jemals wiedergewählt wird, wohingegen in den USA vielleicht die Berichterstattung 50-50 ist, pro 50-50, also 50% kontra. Ich habe eine Frage, was die Schwarmintelligenz betrifft, die Sie vorhin angesprochen hatten. Und zwar müssen wir einfach nur noch ein bisschen länger warten, bis die Schwarmintelligenz irgendwann mal intelligent greift? Oder was kann man tun, damit die Bevölkerung endlich mal ihre ja, im Grundgesetz stehenden Rechte in Anspruch nimmt? Weil sie steht ja nicht auf, sie tut ja nichts. Ja. Was können wir tun? Ja, hier sich versammeln. Den Vorträgen lauschen und dann versuchen, manchmal kam es ja auch vor nach meinen Vorträgen, dass sich dann Leute spontan zusammengefunden haben gesagt, wir machen jetzt mal die und die Initiative, aber daraus geworden ist dann letztendlich auch nichts. Also, aber ich rufe ja nicht zur Resignation auf, ich rufe dazu auf, daraus mal endlich Konsequenzen zu ziehen, weil ich sag mal, Bremer Stadtmusikanten, was Besseres als den Tod findest du immer. Ich wollte gerade mal ganz kurz eine Anekdote erzählen von einem Komiker, Bill Hicks. Also es geht um diese Trump-Geschichte und den Präsidenten, was für ein Präsident. Ich teile Ihre Meinung hier auf jeden Fall. Wenn jemand Präsident wird, kommen die in einem Zimmer und da sind diese 12 Chefs von den Konzernen und die mächtigsten Leute in den USA. Da kommt ein Film runter, oder es rollt runter, so ein Bildschirm. Dann sieht man die John F. Kennedy Assassination, aber von einem ganz, ganz anderen Blickwinkel, was man vorher im Fernsehen nicht gesehen hat. Dann geht der Film wieder hoch und dann einer von diesen Vertreter von diesen Konzernen sagt dem neuen Präsident. Und, gibt es irgendwelche Fragen? Also ich denke, es ist eher so gesteuert. Also ich denke, der Pentagon macht hauptsächlich die Außenpolitik auch. Also das meint der Noam Chomsky, ne, zum Beispiel, sagt, dass eigentlich die ganze Außenpolitik von den USA ändert sich überhaupt nicht in den letzten 70 Jahren. Es war immer das Gleiche, also Imperium bauen. Und letztendlich, der Präsident hat sehr, sehr wenig zu sagen, was das betrifft. Das sind Pläne, die langfristig gemacht werden und er hat da nur einfach Ja zu sagen. Jo. Nee, also würde ich widersprechen. Wesentlich sind die Denkfabriken eigentlich und die werden, da versammeln sich alle Militärs, Medienleute, das ist der Gegenstand meines Buches, den mache ich hinter den Kulissen. Die entwickeln die Strategien und die sind auch frei in der Diskussion. Und dann wird das genommen, worauf man sich am ehesten einigen kann. Es gibt ja immer wieder Wechsel, die Doktrin der massiven Vergeltung unter Eisenhower, dann die Flexible Response, die flexible Antwort. Immer wieder ändert man auch seine Strategie. Und Obama zum Beispiel wollte ja gerne vom europäischen Schauplatz weg und mit seiner Pivot-Strategie wollte er sozusagen jetzt den pazifischen Raum und den ostasiatischen Raum aufrollen. Damit hat er aber keinen Erfolg. Und was auch, kleine Ergänzung, auch da haben die Chinesen abgeguckt. Heutzutage haben sie auch diese Foren, diese Denkfabriken, wo absolut ergebnisoffen darf jeder sagen, was er will. Es gibt zwei Dinge, die nicht angegriffen werden dürfen. Die nationale Volksarmee und die Partei oder der Staat. Alles, über alles andere darf offen und kontrovers diskutiert werden. Die haben heute mehr Politikberater, mehr Thinktanks als die Amerikaner. Und diese Ergebnisoffenheit, das ist eben auch genau die Stärke damit mit dem Council on Foreign Relations, um es mal beim Namen zu nennen. Der New Yorker Council on Foreign Relations, der hat
quasi war überlegen über sowohl Demokratien wie auch Diktaturen, weil er erstens sich nicht auf irgendeine Zustimmung der Bevölkerung stützen musste und zweitens auf kein Ergebnis jetzt festgelegt war. Und damit haben sie alle anderen ausgebotet. Und das Pentagon macht auch nur das, was jetzt der Council und diese bestimmten Kreise sich ausdenken. Es gibt spezielle Denkfabriken, Rand Corp, das ist aus der Luftwaffe entstanden, oder Brookings Institution, das heißt, angeschlossen an diese Denkfabriken sind halt diese ganzen klugen Institute, Massachusetts Institute of Technology, und die arbeiten denen zu. Das heißt, es ist ein sehr lockeres, netzartiges Ausüben von und Entwickeln von Macht. Und das ist jeder Diktatur und auch jeder Demokratie überlegen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was wir tun müssten, würde ich sagen, wir bräuchten ja erstmal auch eine direkte Demokratie. Wir können da von der Schweiz viel abgucken. Da wird nämlich, bei uns ist ja so, wir müssen einen Politiker wählen und dessen Strauß von unterschiedlichsten Maßnahmen hat meinetwegen vielleicht soziale Verbesserungen, gekoppelt mit einer militaristischen, aggressiven Außenpolitik. Wenn wir jetzt soziale Verbesserungen wollen, Lyndon Baines Johnson ist zum Beispiel ein großartiger Innenpolitiker mit sehr mutigen Sozialreformen. Das hat er erkauft dadurch, dass er einen Vietnamkrieg für den militärisch-industriellen Komplex gemacht hat. Die Leute haben also dann nicht Goldwater gewählt, sondern Johnson, weil sie Bürgerrechte haben wollten, kauften damit aber auch den Vietnamkrieg ein. Und wir haben meinetwegen Schröder eingekauft und Fischer und bekamen Jugoslawienkrieg und Agenda 2010. Und um das zu vermeiden, damit die Leute direkt über Sachfragen entscheiden können, wollt ihr jetzt mehr Geld für Schulen? Wollt ihr jetzt weniger Geld fürs Militär? Ist es das Sinnvollste, direkte Befragung zum Thema zu machen? Kommt man viel schneller zum Ziel als mit der repräsentativen Demokratie. Die Schweiz macht jedes Jahr 200 Volksbefragungen und ist eines der stabilsten Länder der Erde. Also ich denke, das ist eine Maßnahme. Und man muss natürlich auch darüber, über einen Dexit nachdenken. Weil klar, es ist schwierig, ist vielleicht auch mit Schmerzen verbunden. Aber EU und NATO sind eng ineinander verschränkt. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Und von diese ganzen neuen Kandidaten für die EU müssen erst mal in die NATO gehen. Wenn sie sich da als fleißige Militaristen erwiesen haben, dann dürfen sie auch in die EU. Und dieser tödliche Konnex, den müssen wir durchbrechen. Und es heißt natürlich auch, da wird man jetzt sagen, der Plopper ist jetzt rechtsradikal geworden, die Nation muss auf jeden Fall regeneriert werden, weil dieses Konzept von John Foster Dulles von 1941, man muss die Nationalstaaten in Europa zerstören, und dann nur so kleine ethnische Einheiten, die sich dann, das haben sie in Jugoslawien verwirklicht, kloppen sich dann gegenseitig und lachender Dritter ist dann der gütige Hegemon. Das sollten wir wohl. Wir sollten, es wird ja geradezu wie Schweinkram, das ist ja geradezu Pornografie zu sagen, Nation. Da bekreuzigt sich jeder und sagt, das ist ja Nazi. Ne? Weil natürlich die Nazis den Nationalismus missbraucht haben, genauso wie den Sozialismus. Aber beides sind linke Konzepte von Haus aus. Die Rechten haben in den 20er Jahren Nation verworfen und bekämpft. Und es war natürlich dieser rhetorische Trick von Hitler, dann diese beiden Begriffe, weil er hat gesagt, das Wichtige, was wir leisten müssen, um die Macht der Arbeiterklasse zu brechen, ist, mitten reinzugehen und deren Forderungen aufzustellen und die noch womöglich, zumindest in der Rhetorik, links zu überholen. Und, und so kam das Wort Nation zu diesem Verruf. Und es ist aber nach wie vor die Nation, die Schutzhülle um den Volkswillen, um den Volonté générale irgendwie
Geltung zu verschaffen. In dieser weltweiten Vernetzung, die nicht unsere ist, sondern die der Banken und Konzerne, werden wir nur noch immer mehr zum Stückvieh. Und deswegen... In Europa, Entschuldigung, in Frankreich und in Österreich und sonst irgendwo, die wollen auch ihren sozialen Anteil haben, wie wir auch. Also warum die Kräfte nicht bündeln? Und das unter einem Dach Europa. Natürlich. Ein anderes Europa. Von unten. Aber wenn dieser Nationalstaatsprämisse, also quasi hier, wie wir in unserem Land können das richten. Wir können gar nichts richten alleine. Wir brauchen Verbündete im sozialen Denken. Und das können wir mit Frankreich, mit jedem anderen europäischen Land auch machen. Deswegen dieser Abspaltungsgedanke, wir Nationalisten schützen unsere Rechte und wir können sie quasi selbst im Lande verwirklichen, das ist doch ein Traum von vorgestern. Wir brauchen viele, viele Menschen, mindestens mal in Europa, die gleichgesinnt sind, die für Frieden sind, die für sozialen Ausgleich sind und, und. Jagt die Politiker, die dagegen sind, vom Hof, meinetwegen. D'accord, also es ist d'accord, es ist ein Europa nicht von oben nach unten, top down, sondern down top. Na? Das wäre eine schöne Sache. Da wäre ich sofort dafür. Das wäre wunderbar. Also wenn die EU demokratisch aufgestellt wäre, ja, wäre sie vielleicht auch erfolgreich. Aber so wie es jetzt momentan abgeht, hat ja mit Demokratie nichts zu tun, was da läuft. Aber so rein gar nichts. Das ist die Unterfütterung der NATO. Nichts weiter. Der zivilistische Arm der NATO. Eine letzte Sache wegen eben noch. Ich finde, das eine beißt sich mit dem anderen gar nicht. Und zwar demokratische Nationalstaaten, die in Freiheit aufgehen und ihre Nachbarn als Partner sehen. Früher hatte man ja Angst, dass die einzelnen Nationalstaaten Kriege gegeneinander führen. Ich bin der Meinung, wenn man die Bevölkerung heute mal fragt, egal in welchem Land, keine Bevölkerung möchte mit irgendjemand anderem Krieg führen. Wenn wir überall direkte Demokratie einführen würden, Und die Menschen in ihren jeweiligen Ländern als Nationalstaaten sich selbst verwalten unter demokratischen Verhältnissen, dann gäbe es einfach keinen Grund für Krieg. Und es ist komisch, dass die Leute uns immer noch das Gegenteil verkaufen, zumindest in den Leitmedien. So, wer möchte das Mikro? Ich möchte etwas sagen, weil hier aus der Ecke kam heraus, Druzhba, Verbindung mit Russland, kann ich nur unterstreichen, doppelt, dreifach. Ich hatte das Glück, dieses Jahr schon zweimal in Russland gewesen sein zu dürfen und habe dort Menschen kennengelernt. Und man tauscht seine Adressen aus, seine E-Mails und bin dann auch eingeladen worden zu einer Familie. Und es ist so, wie es hier gerade gesagt wird. Niemand hat Interesse, also von der normalen Bevölkerung sowieso nicht, niemand hat Interesse an einem Krieg. Es sind immer anderen und das ist genau das, warum ich auch gleich ihr Buch kaufen werde, weil ich da neugierig drauf bin, was da alles so hintersteckt, wobei ich natürlich auch schon ein bisschen entsprechende Vorbildung habe. Ich war unter anderem in einem das nennt sich Park Patriot, da unten bei Russen, bei Moskau. Und dort ist ein Museum, ja, so ein Patriotenpark, da ist Militärtechnik ohne Ende. Und in Russland ist alles XXL und der Park ist entsprechend auch richtig groß. Und da war ein Teil davon ist privat und dann sind wir da reingekommen, ich war in Begleitung. Und als sich herausstellte, dass wir Deutsche waren, war der Eintritt frei. Also Bedingung war, dass wir im Gästebuch einen Eintrag auf Deutsch machen, weil der Kassierer gerade Deutsch am Lernen war. Also Also Russland ist faszinierend und dort ist mir etwas aufgefallen und zwar waren dort in einer Ecke waren Beutegutfahrzeuge ausgestellt von den Rumänen, von den Italienern, von der deutschen Wehrmacht und unter anderem japanische Beutegutfahrzeuge. Und das ist, was ich eigentlich fragen wollte. Japan scheint da ja auch irgendwie mit drin zu stecken. Die haben ja auch in den 30er Jahren oder wann Russland angegriffen. Und ich bin darüber, was mir bisher gar nicht so bewusst war, es gab einen Krieg zwischen den beiden Weltkriegen gegen die junge damals Sowjetunion. 1919 bis, ich weiß nicht, 22 oder so. Ja, da sind die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner über Wladiwostok mit den Japanern. Ja, ja, der Krieg war eben noch lange nicht vorbei. Vom Nahen Osten, die haben fast die junge Sowjetunion damals schon aufgerollt gehabt. Ja, ja.
Also das Thema finde ich auch sehr spannend. Und der unter anderem Buchautor Starikov, Nikolai Starikov, ist nicht so begeistert. Ja, weiß ich nicht, aber ist ja okay. Der schreibt, bezeichnet halt das als Plan B, ne? Als Plan A und Plan B als Adolf Hitler, weil Plan A nicht funktioniert hat. Ja. Okay, danke. Ja. Willst du vielleicht mal kurz was sagen? Mir fällt zur Beziehung zu Japan noch ein. Also es gibt ja auch eine Unerklärlichkeit, nämlich warum hat Hitler den USA den Krieg erklärt, obwohl er das aufgrund des Vertrages mit Italien und Japan, also die Antikomintern-Allianz, gar nicht musste. Denn dort musste man nur dann, war der Bündnisfall nur dann gegeben, wenn Japan jetzt von den Amerikanern angegriffen worden wäre. Tatsächlich hat Japan aber die USA angegriffen und danach hat Hitler sofort den USA den Krieg erklärt. Eine irrsinnige Angelegenheit, ein Selbstmord, unvorstellbar, weil damit war Roosevelt aus der Not heraus, bislang konnte er keinen Krieg führen gegen die Nazis, weil es ein Gesetz gab, dass die USA nicht mehr an einem Krieg teilnehmen dürfen. Denn auch in den USA gab es eine sehr große pazifistische Bewegung, die dieses Gesetz durchgesetzt hat, Neutrality Act. Die USA hätten sich in Zukunft neutral in Kriegen zu verhalten. Wenn allerdings die USA angegriffen werden, dann können sie natürlich auch jederzeit zurückschlagen. Damit hatte Hitler im Prinzip den Krieg zu seinen Ungunsten entschieden. Also sich mit der wirklich dynamischsten Macht jener Jahre anzulegen. Und das zeigt auch auf der anderen Seite die ambivalente Beziehung zu Japan, weil Japan wiederum Deutschland nicht beigesprungen ist und niemals der Sowjetunion den Krieg erklärt hat, sondern erst die Sowjetunion kurz vor der Kapitulation, ein paar Tage nach Hiroshima, Japan den Krieg erklärt hat. Und das sind auch alles, will ich einfach mal sagen, da gibt es so viele Ungereimtheiten in der Geschichte, über die eigentlich so hinweggegangen wird, die aber auch die offizielle Erzählung ziemlich ins Trudeln bringen würden, wenn man darüber diskutieren würde. Das nur noch mal, Japan hatte mich gerade noch mal... Ja, dazu kann ich gerade tatsächlich interessant was zu anfügen. Und zwar gibt es ein Buch, New York Times Bestseller, erschien bei 2001 auch auf Deutsch, von Robert B. Stinnett. Pearl Harbor heißt das. Da geht es darum, wie Japan in der Außenpolitik vor dem Angriff auf Pearl Harbor systematisch von den USA diplomatisch stranguliert wurde, indem zum Beispiel die Exilregierung von Holland, also den Niederlanden, die damals noch die Kolonialmacht über Indonesien hatten und das Erdöl für die japanische Industrie geliefert haben, über die Exilregierung in Großbritannien und dementsprechend auch über die Macht der Alliierten, zuletzt halt dann auch der Amerikaner, es denen halt verboten wurde, an Japan zu liefern. Und über solche und ähnliche Schritte wurde sozusagen Japan gegen den Krieg in die USA gezwungen und die USA mussten das immer sehr geheim halten. Die haben auch immer behauptet, dass sie den Funkverkehr der Kriegsflotten nach Pearl Harbor nie, dass es keinen gab, die hätten nie gefunkt. Das stimmt überhaupt nicht, die wussten alles. Also super cooles Buch, ist aber ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber wer sich für das Thema interessiert, kann ich sehr, sehr empfehlen. Robert B. Stinnett, erschien bei 2001, 18 Jahre her ungefähr. Mhm. Heißt einfach nur Pearl Harbor. Ja. Aber egal, ich wollte eigentlich was anderes. Nee, weil gerade eben das Thema Japan kam, das war so mein Gedanke. Du hattest gesagt, Schwarmintelligenz. Sie hatten gesagt, Schwarmintelligenz. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, der Schwarm muss ja auch erstmal begreifen, dass es ihn gibt. Ja. Wer bildet denn den Schwarm ab? Eigentlich niemand. Jetzt gibt es vielleicht Phänomene, wo das hin und wieder mal passiert. In den Medien des Mainstreams, mal in den Internetmedien, die ja mehr oder weniger mal alternativ sind. Ich glaube, das ist ein recht dickes Brett, was da zu bohren ist, weil
Es muss tatsächlich, glaube ich, erstmal die Software der Abbildung aus dem Schwarm heraus entstehen, damit der Schwarm sich sozusagen selbst wahrnimmt, damit er überhaupt handlungsfähig ist. Das heißt, mit anderen Worten, wir brauchen stärkere und noch mehr alternative Foren oder Medien. Leider meistens im Internet, wobei das Internet ja auch immer sehr anfällig ist. Aber anders wird es, glaube ich, gar nicht gehen, weil die großen Medienhäuser sind ja nicht auf der Seite der Bevölkerung, sondern sind ja immer mehr oder weniger verpflichtet oder gekauft. Und man sieht es ja, wenn, sag ich mal, sich ein Schwarm gefunden hat von jetzt gerade mal nur popeligen 100.000 bis 200.000 Mann in Frankreich, die sogenannten Gelbwesten, was die eingeschenkt kriegen. Also, wenn sich der Schwarm findet und wenn sich der Schwarm sozusagen zu einer Handlung durchringt, dann ist es noch nicht vorbei, dann geht es, glaube ich, erst richtig los. Ich will das nur mal so irgendwie. Ganz genau, nee, da hast du vollkommen recht. Wir sind doch auch Individualisten, wir werden doch als solche erzogen. Das kommt alles dazu, das sind alles Herrschaftstechniken, die dazukommen, ja. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Die Schwarmintelligenz und die direkte Demokratie hat natürlich ganz massiv was mit dem Bildungsstand zu tun und der Offenheit der Medien bzw. der Nicht-Propaganda, weil sonst komme ich ja mit dem Schwarm zu anderen Ergebnissen. Das sieht man ja an den ganz, ganz kuriosen Modeerscheinungen oder Trends, ja, wo man sich fragt, wie intelligent sind wir eigentlich hier überhaupt noch. Ja? Das heißt, direkte Demokratie in einem ungebildeten Bürger oder Volk ist relativ schwierig. Ja? Das heißt, die Frage ist aber, kann man auch durch direkte Demokratie intelligent werden, wenn man die Prozesse beginnt? Das heißt, wo fängt man an? Ja? Henne oder Ei, was muss am Anfang stehen? Ja? Willst du mal so einwerfen? Aber weil du gerade vorhin beim Starikow, Hermann, deine Stirn gerunzelt hast, ja, also Nikolai Starikow bei uns, also in Russland sehr beliebt, auch im Mainstream, als Historiker, viele Bücher geschrieben, in Deutschland eins übersetzt, wer hat Hitler gezwungen, Stalin zu überfallen, ja, mich würde gerne deine Meinung ein bisschen tiefer zu dem Starikow interessieren. Muss das sein? Ich denke schon. Ich habe vorhin im Auto auch gestutzt und ich muss jetzt mal grob wissen. Ich habe ungefähr ein Drittel gelesen und ich war schwer entsetzt. Nur ein paar Kotzproben. Er sagt, es gab ja nun mal diesen Befehl für die deutschen Marinesoldaten von Wilhelmshaven, noch nach der oder kurz vor der Kapitulation noch auszurücken, weil die Marine war ja nicht so richtig beschäftigt und nun sollte die noch die Ehre retten und sollte noch mal rausfahren in ein aussichtsloses Himmelfahrtskommando. Und dabei wäre nur herausgekommen, dass noch einmal etliche tausend junge Männer nicht nach Hause gekommen wären, sondern elendiglich ersoffen wären. Was schreibt dieser Starikow? Man hätte die Befehlshaber oder man hätte die meuternden Matrosen erschießen sollen. Denn das sei ja hier eindeutig eine Widerständigkeit gegen einen Befehl und ein militärischer Befehl sei auszuführen. Hat der Kerl noch alle Tassen im Schrank? Dann feiert er die Ermordung der Politiker, die eine eigenständige deutsche Politik noch betreiben wollten, feiert den Mord an Erzberger, Matthias Erzberger. Und da wurde mir schon schlecht, wenn ich mal weiter gelesen habe. Als nächstes wäre vielleicht noch die Ermordung von Rathenau gefeiert worden von diesem Knallkopf. Ich frage mich, wie viele Flaschen Wodka muss man trinken, um ein solches Buch zu schreiben? Widerlich. Ich weiß nicht, wie die Leute auf solche Verrückten, also wie groß ist die Armut an Geschichtswissen, dass die Leute so einen Wodka-versifften Scheißdreck auch nur eine Sekunde sich reintun können. Wie kann man denn behaupten, dass man die meuternden Matrosen erschießen soll, in einer Situation, wo es nur noch darum geht, den Narzissmus einiger durchgeknallter Admiräle zu befriedigen? Nee.
Dankeschön. Jo. Vielen Dank. Jo. Für die Arbeit. Sagst du ja, der Bus auch. Weil gerade gesprochen worden ist mit Schwarmintelligenz und so, wie beginnt das oder so? Wir alle hier Anwesenden sind die Schwarmintelligenz. Wir müssen es verbreiten. Das ist alles. Ja, bewusst muss man uns werden. Ja, wir müssen da eben das Bewusstsein, wie dieser Bewusstsein. Wir sind Schwarm, wir müssen noch intelligenter. Ja. Und noch, ich hätte noch zwei Sachen, also eine am Hermann noch und eine allgemeine noch. Also Hermann, vielleicht liege ich da geschichtlich falsch und ich bin auch kein Trump-Fan, also wirklich nicht. Ich versuche die Fakten zu sehen. Sein Vorgänger, der Obama, der hat vom Frieden gesprochen und hat den Friedensnobelpreis bekommen und hat andere Länder bebombt. Neue Kriege begonnen. Und Trump, wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm. Aber der Fakt ist, er hat kein anderes Land seit seiner Amtszeit angegriffen. Ich glaube schon. Ein anderes Land. Mir ist es nicht bewusst. Waren schon ein paar bewaffnete Exkursionen. Welches Land? Irak, Iran, nicht. Irak hat der Obama Syrien gemacht. Jemen ist doch schon länger Jemen ist schon länger, das war schon unter Obama. Syrien? Hat er nicht gemacht, das hat der Obama begonnen. Ja, also begonnen hat Trumps Amt. Hat nicht der Trump begonnen. Einfach nur mal so offen im Raum gesprochen. Also ich denke schon, er hat das munter weitergeführt. Er hat die Aufrüstung weiter forciert. Weitergeführt, das sagen Sie, aber keine neuen begonnen. Ja gut, also... also heutzutage muss ich schon dankbar sein, wenn er keine neuer mehr macht. Ich sag mal, wenn da ein Mörder ist und der fällt dann hin und dann kommt der Nächste und mordet weiter. Ja, was ist denn an dem zu kritisieren? Macht doch nur weiter die Morde. Und dann noch die andere Sache, Herzensangelegenheit ist noch, Dank zu sagen der Sabine und den Rolf, dass sie das organisiert haben, mit allem Widerstand und immer noch weitermachen. Und in Hermann noch, danke, dass er da ist. Ja. Und in Guy und in Julian Assange noch, super, vielen Dank. Und ich schicke euch, sage vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und ein herzliches russisches Druschba, das heißt auf Deutsch Freundschaft. Mhm. Ja, ganz lieben Dank, Hermann, dass du da warst. Ja. Vielen Dank, Guy, vielen Dank, Rolf. Vielen Dank, Hans, dass du aus Bayern angereist bist und allen anderen auch. Heidelberg darf man nicht vergessen. Ne? Vielen Dank aus Heidelberg.